Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Reihe Sponsors im Gespräch. Mein heutiger Gast heißt Alfons Hölzel und ist Präsident des Deutschen Turnerbundes. Herzlich willkommen, Herr Hölzel. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo, Herr Kleinhagen. Herr Hölzel, nehmen Sie uns kurz mit. Wie hart trifft die Corona-Krise derzeit Ihre Sportart, das Turnen, den deutschen Turnsport insgesamt? Nennen Sie uns doch mal ein paar Zahlen, damit wir mal eine Einordnung vornehmen können, bitte. Ja, trifft uns schon hart. Um es gleich am Anfang zu sagen, die gesamte Turnbewegung bestehend aus Verbandsebene, ja, den Deutschen Turnerbund mit den Landesturnverbänden gehen wir momentan von einem Corona-bedingten Schaden von etwa 1 Million aus. Wir haben die Krise grundsätzlich bislang gut gemeistert. Wir haben Gott sei Dank als großes strategisches Ziel bereits vor der Krise die Digitalisierung für uns ausgegeben und haben das Arbeiten umgestellt, sodass jetzt alle Mitarbeiter letztendlich auch von zu Hause aus gut arbeiten können. Wir haben die Situation, dass wir auch viele Veranstaltungen, Lehrgänge etc. Digital durchführen können. Aber gleichwohl, uns fehlen viele, viele Wettkämpfe, Lehrgangsveranstaltungen und das führt schon zu erheblichem wirtschaftlichen Schaden. Lassen Sie uns mal auf Ihre Umsatzfelder gucken. Aus welchen Einnahmen speisen Sie sich eigentlich vornehmlich? Aus Mitgliedschaften nehme ich an? Oder gibt es da andere große Einnahmefelder, die für Sie jetzt relevant sind? Ja gut, Haupteinnahmefeld sind natürlich die Mitgliedsbeiträge und so gestaltet, dass die Landesturnverbände einen Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Turnerbund zu entrichten haben. Und deshalb sind wir als Deutscher Turnerbund natürlich stark abhängig vom Wohl und Wehe der Landesturnverbände. Bislang haben wir den Eindruck, dass wir auf Landesebene gut durch die Krise kommen. Aber es wird sich natürlich auch zeigen, es wird Auswirkungen haben, wie lange die Krise noch dauert. Welche Veranstaltungen fallen denn bisher sicher aus? Fallen auf jeden Fall alle, welche sicher aus oder können Sie verschieben? Ja, Wie die planen? in Rhein-Ruhr gehen wird, sind ja abgesagt. Natürlich haben wir Planungen, ob es vielleicht möglich ist, in Nordrhein-Westfalen dann die deutschen Meisterschaften im Herbst, im November nachzuholen, aber das ist ungewiss. Wir haben durch den Wegfall der Finals sicherlich einen ja, Umsatzverlust von einem sechsstelligen Bereich circa. Aber es kommt separat dazu, dass wir auch Fernsehgelder, TV-Gelder weniger haben werden. Es wird bei uns ungefähr ein fünfstelliger Betrag. Erhebliche Summen für einen Verband wie Ihren. Sie sind der, darf man ja nicht vergessen, der, ich habe mir die Zahlen nochmal geholt, mit 5 Millionen Mitglied der zweitgrößte Spitzensportverband im deutschen Sport. 2,2 Millionen weibliche Mitglieder, 1 Million Mitglieder über 50 Jahre alt. Wie gesagt, das ist so ein bisschen der Hidden Champion, möchte ich meinen, was die Größe angeht im deutschen Sport. Wie lange, Sie haben das eben angedeutet, wie lange schaffen Sie das aus eigener Kraft durchzuhalten? Ab wann muss bei Ihnen, wo Sie sagen, okay, wenn wir dann nicht Veranstaltungen machen können, dann wird's richtig eng? Also ehrlich gesagt, wenn wir letztes Jahr die Weltmeisterschaft in Stuttgart gehabt hätten, dann hätten wir jetzt bereits massive Probleme. Das hilft uns etwas. Im Verbund mit den Landesturnverbänden hoffe ich, dass wir die nächsten Wochen, Monaten noch gut überstehen. Aber ich sag mal, wenn im Herbst nicht wieder die Lehrgänge durchgeführt werden können, wenn nicht, wir sind ja eigentlich der Lehrgangsverband in Deutschland schlechthin. Ja, Sie haben ja gerade die Zahlen genannt mit den 5 Millionen Mitgliedern. Wir sind ja ein ganz starker Verband im Breitensport. Natürlich haben wir unsere 4 olympischen Disziplinen mit Turnen Männer, Frauen, rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen. Aber wir haben sehr viele Wettkampfsportarten, Aerobic-Turnen, Rope-Skipping, um nur zwei zu nennen. Aber das große Segment des Fitness- und Gesundheitssports, und da sind wir in, sag mal, in jeder Gemeinde sowieso, aber fast in jedem Ort in Deutschland. Und mit dem weiteren großen Bereich des Kinderturnen ebenfalls. Gerade die Ausbildung und Fortbildung ist natürlich ein wesentlicher Teil unseres Angebotes neben den Wettbewerben. Wir haben insgesamt schon bis einschließlich Juli
circa 100 Veranstaltungen abgesagt und das führt natürlich zu erheblichen Einnahmeverlusten. Wenn man beobachtet, man hat derzeit so ein bisschen das Gefühl, wir haben am lautesten Schrei der Politik am besten gehört. Fühlen Sie sich da außerhalb des Profifußballs, der wurde gehört, fühlen Sie sich da als Vertreter des deutschen Sports genug gewürdigt, genug wahrgenommen? Also mein Eindruck ist schon, dass die Politik sowohl auf Bundesebene als auch auf Ebene der einzelnen Länder schon einen Blick auf das Ganze hat und man wirklich bestrebt ist, nicht nur den Berufssport, sondern auch, man muss ja weiter differenzieren, den olympischen und paralympischen Sport zu sehen und darüber hinaus allerdings auch den Freizeit- und Breitensport, Gesundheitssport mit zu sehen. Verboten war ja zunächst mal der Freizeit- und Breitensport. Wir müssen ja klar unterscheiden, gerade jetzt im Berufssport einerseits und den olympischen Sport, den ich angesprochen habe, der war ja, also wenn man hier den olympischen Sport, ich sage es mal so, auch verbieten würde, Gott sei Dank haben wir diese Phase hinter uns und die Fußball-Bundesliga könnte stattfinden, dann wird es schwierig werden, ja, weil auch wenn die Einnahmesituation natürlich eine andere ist, was die sportliche Intensität anbelangt, ist es durchaus vergleichbar und dann würde man Gleiches ungleich behandeln, da wird es schwierig werden. Aber gehen Sie davon aus, wenn das ist ja das, was unsere Branche, glaube ich, gerade so ein bisschen umtreibt, zu dieser Gedanke, wenn wir im Herbst, ab September, Oktober nicht anfangen können, wieder, ich sag mal, Zuschauer in Hallen zuzulassen mit entsprechendem Umfang und nicht nur jeder fünfte Platz. Da spüre ich gerade in Gesprächen, dann sagen alle, wenn es dann keinen Rettungsschirm gibt von der Politik für den gesamten Sport, dann ist praktisch ist kaum noch eine Chance, dass man da heil rauskommt. Teilen Sie diese Überlegung? Eindeutig, dann wird es sehr, sehr schwierig. Also wir müssen spätestens im Herbst, ab September wieder in die Gänge kommen, sonst haben wir ein wirkliches wirtschaftliches Problem. Wir müssen ja sehen, dass wir als Verbände steuerlich betrachtet viergliedrig aufgestellt sind und fallen ja nur im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unter die Möglichkeit, hier Förderungen zu beantragen. Wir brauchen dann schon auch Hilfe für den Zweckbetrieb, für den ideellen Bereich, für den Bereich der Vermögensverwaltung. Aber neben einem Rettungsschirm, glaube ich, ist ganz wichtig, dass auch die bestehende Förderung genutzt werden kann. Und da wäre es schon eine große Hilfe, wenn wir zu einer Festbetragsfinanzierung kommen würden, die es uns eben möglich, die staatlichen Gelder, die für uns gedacht sind, einzusetzen, ohne dass wir den Verwendungsnachweis so führen müssen wie bis dato. Das ist sicherlich ein guter Vorschlag, der hoffentlich an richtiger Stelle weiter diskutiert wird. Lassen Sie uns einen Blick nach vorne. Sie haben selber gesagt, die Chance natürlich im September, Oktober dann auch mal wieder zu starten. Welche Herausforderungen kommen da für den DTB auf Sie zu, wenn es einen Restart gibt? Was sind die Besonderheiten? Naja, wir haben ja schon viel Arbeit geleistet. Auf der Basis der 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes haben wir für den Deutschen Turnerbund, für sämtliche Sportarten, also für die Wettkampfsportarten, für die olympischen Disziplinen und auch für den Freizeit- und Gesundheitssport, einschließlich dem Kinderturnen, sportartspezifische Konzepte, Handlungsanleitungen erstellt mit Experten, mit Hygieneexperten, mit Virologen, die wir den Vereinen, den Verbänden an die Hand geben, Checklisten, wie ein Restart konkret aussehen kann. Und jetzt ist die Arbeit zu leisten, wie kann man auch im Aus- und Fortbildungsbereich einen Restart ermöglichen und vor allem auch im Wettkampfbereich. Daran arbeiten wir gerade, aber wir brauchen natürlich die Erlaubnis, hier tätig zu werden. Und da bin ich vorsichtig optimistisch, mal so, dass man das Erfordernis auch in wirtschaftlicher Hinsicht, natürlich nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, der Sport trägt als großer gesellschaftlicher Bereich, das glaube ich wissen auch alle, zur Befriedung unserer Gesellschaft bei, macht auch die Krisenzeit erträglich. Das sind auch Aspekte, die angeführt werden müssen.
Aber wir haben natürlich ganz klar auch die wirtschaftliche Seite. Das darf man nicht vernachlässigen. Und wenn es nicht hier zu einer Ermöglichung des Wettkampfbetriebes wieder kommen würde, hätten wir in der Tat ein massives Problem. Lassen Sie mal nochmal einen Blick weiter werfen, in der Hoffnung, dass ja ab nächsten Sommer dann mal spätestens dann wieder halbwegs Normalität eingetreten ist. Da sollen die Olympischen Spiele stattfinden. Mal vorausgesetzt, die werden stattfinden. Im direkten Umfeld findet auch das internationale deutsche Sportfest dann wieder statt. Eine Veranstaltung, glaube ich, mit bis zu 100.000 Menschen, mit die größte Breitensportveranstaltung der Welt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die soll, glaube ich, in Leipzig nächstes Jahr stattfinden. Kommen Ihnen da die Olympischen Spiele so ein bisschen unpassend zu dem Zeitpunkt? Nein. Das funktioniert beides parallel. Eine Herausforderung in Bezug auf die Olympischen Spiele wird wohl werden, die Qualifikationswettbewerbe, die Europameisterschaften, die ja abgesagt worden sind, im Vorfeld durchzuführen. Es muss ja ermittelt werden, wer qualifiziert sich dann für die Olympischen Spiele. Aber wenn Sie die Olympischen Spiele ansprechen, dann haben wir dieses Jahr ein Problem, weil wir sind nicht sichtbar, wie wir das normal wären. Wir haben geplant, im Vorfeld die Olympischen Spiele ein Programm aufzusetzen, Remote to Tokyo. Wir wollten unsere Athletinnen und Athleten sichtbar machen in den sozialen Medien, durch Bewegbilder etc. All das fällt aus und das hat natürlich, damit sind unsere Athleten nicht sichtbar. Wirkungen auch auf die Vermarktungsmöglichkeiten des Verbandes, aber auch der Athleten. Was das internationale deutsche Turnfest anbelangt, Sie sagen es in der Tat, es ist die größte Breitensportveranstaltung der Welt mit Teilnehmer und Besucher zusammengerechnet, mehrere 100.000 Personen. Wir sind optimistisch, dass wir die Veranstaltung durchführen können, aber auch hier weiß man natürlich nicht, was die Zeit tatsächlich bringt. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Kirchentag, der zeitgleich stattfindet, stattfinden soll. Wir planen das Deutsche Turnfest ganz normal momentan, haben aber gerade im Sponsoring-Bereich diesbezüglich ein erhebliches Problem, weil wir gerade jetzt die Sponsoren brauchen dafür, aber die Unternehmen sind sehr zurückhaltend, unsere Planungen laufen, aber wir gewinnen ehrlich gesagt keine Unternehmen, die momentan bereit sind, hier zur Verfügung zu stehen. Wie reagieren derzeit Ihre Bestandssponsoren? Sie haben auch die Athleten angesprochen, deren Sichtbarkeit natürlich für die Sponsoren auch wichtig ist, wenn wir jetzt mal wieder weggehen, auch von dem Turnfest. Halten die Ihnen die Treue? Wie nehmen Sie das wahr derzeit? Ja, sie halten uns die Treue, allerdings zusätzliches Engagement, gerade im Zusammenhang der Finals. Und im Bereich der Finals wären wir ja... Wir waren ja letztes Jahr in Berlin mit Turnermännern und Frauen vertreten, dieses Jahr zusätzlich mit der rhythmischen Sportgymnastik und mit der Trendsportart Parcours. Wären wir mit 4 Sportarten vertreten gewesen. Und da ist es natürlich schwierig, nachdem die Veranstaltung ausfällt, kann man dafür auch keine Sponsoren gewinnen. Und ich habe die TV-Gelder bereits angesprochen, dass wir hier Probleme haben und da hoffe ich natürlich auf Unterstützung, Kompromissbereitschaft auch der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Dürfen Sie Summen nennen? Da machen wir mal einen kleinen Aufruf hier. Wie fehlt denn fürs Turnfest? Welche Sponsoren müssen wir denn finden? Was müssen die denn mitbringen? Ja, die da sind wir natürlich offen, aber man muss ja sehen, dass wir gerade im Turnfest da trifft der Breitensport, trifft den Spitzensport. Die führen dort ja die deutschen Meisterschaften im Turnen statt und das sind die Hallen voll. Also weil aus ganz Deutschland letztendlich die Turnfans aus den Vereinen kommen, ist eine Riesenplattform und damit auch eine entsprechende Möglichkeit für Sponsoren. Diejenigen, die in Berlin 2017 die Erfahrung gemacht haben, wissen, von was ich spreche. Das ist ein wahnsinniges Highlight und es bietet die Möglichkeit, sich auch als Unternehmen darzustellen. Und was muss ich mitbringen? Fachleistungen, wirtschaftliche Leistungen,
Je mehr, umso besser, Herr Klimach. Okay. Mehr konnte ich nicht für Sie tun. Also, hoffentlich hat es einer gehört und dann nimmt mal Kontakt zu Ihnen auf, weil es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Ist der Wahnsinn, was da alles bewegt wird. Letzte Frage Richtung nochmal Finanzierung zu Ihren Spitzenathleten. Die hatten Sie auch schon angesprochen. Auch die sind natürlich abhängig von Einnahmen, damit sie weiter und ähnliches trainieren können. Sind die eigentlich versorgt? Gibt es da Gelder für die, damit die Krise auch zumindest die Spitzenathleten des Deutschen Turnerbundes nicht zu stark trifft? Ja, ich hoffe, dass es für die unsere Spitzenathleten auch verkraftbar ist. Etliche sind ja auch Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr. Einige sind ja auch bei der Bundespolizei oder bei Landespolizeien. Für die wird es wirtschaftlich verkraftbar sein. Wer natürlich jetzt als Student beispielsweise gerade aktiv ist, für den wird sich jetzt von der Einnahmesituation nicht so viel ändern, aber auch die Deutsche Sporthilfe leistet einen positiven Beitrag, sodass ich hoffe, dass unsere Athletinnen und Athleten die Zeit überstehen. In Bezug auf die zusätzlichen Leistungen, Sponsoren, wird es denen nicht anders gehen als dem Verband als solchen. Also in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen viel Kraft und drücke die Daumen, dass es bald wieder losgehen kann und dass der Deutsche Turnerbund, der uns ja auch immer bei den Olympischen Spielen immer wirklich viel Freude macht, da gut aus der Nummer rauskommt. Wir hoffen und sehen uns bald an anderer Stelle. Gerne. Bis dahin wieder, tschüss. Alter.